Es gibt leider kein Topo für den Steig. Weil Azrael anders als Franz von Alpini Momente leider keine Skizzen mitgebracht hat. Ob ich trotzdem detaillierte Topos zeichnen kann, das erfährt ihr in diesem Remake-Video. Blood. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal bin ich alleine. Und zwar bin ich auf der Insel Hvar in Kroatien. Da gibt es nämlich drei Klettersteige und ich probiere die jetzt hoffentlich nicht bei der größten Hitze zu machen. Also dann, auf geht's. Zu einer Höhle mit einer kleinen Kapelle drinnen. Da werden wir vielleicht einen kurzen Abstecher hinmachen. Ja, und da hinten, weiß nicht, ob man sieht, die Berge da oben, die Felsen, da geht's rauf. Auf Hvar kann man nicht nur baden, sondern auch klettern gehen. Wer sich dort spontan Ausrüstung leihen möchte, findet einen Link in der Videobeschreibung. Na, schauen wir mal. Da sieht man auch schon erste Markierungen. Der Zustieg führt über den beschilderten Weg zum Sveti Nikola, dem höchsten Berg der Insel. Sveti Nikola, das ist der höchste Berg auf Hvar. Vielleicht sieht man da oben das Gipfelkreuz, aber da geht es auf einer anderen Tour drauf. So, da an dieser kleinen Gabelung geht es rechts. Zumindest laut Karten. Markiert es da nämlich nichts mehr. Da ist wieder eine kleine Markierung versteckt. So, da haben wir wieder eine Markierung. Es ist ganz schön warm. Beim Weggehen hat es unten gehabt, glaube ich, 26. Noch liegt der Steig scheinbar im Schatten. Ich hoffe, es bleibt so. Wer sich vor den tollen Ausblicken aufs Wetter in Jelcha nicht allzu sehr ablenken lässt, wird den Zustieg ohne Probleme finden. Sobald die Seilbrücke in den Blick kommt, steht man fast schon vor der Abzweigung. Ha, da oben sieht man die Leiter. Die Brücke, nicht die Leiter. Von da unten sind wir gekommen. Und da, da. Via Mirko. Jetzt werde ich mich noch angeschieren und dann schauen wir mal, ob wir aufkommen. Interessanter Zustieg. Eine richtig nette, steile Treppe. Da war ich mal im Schatten. Das ist sehr gut. Na so. Ja, ich gehe hoch von dem Zeug ein. Auf geht's. Via Mirko. Ja, das ist doch ganz nett da. Mit ein bisschen einem Lüftlein sogar. Fast ein bisschen kühl. Ich lasse ein bisschen abdrehen. Bis jetzt sehr lässig. Das würde ich mal sagen, die steht der USB so gut wie durchgehend, soweit ich das beurteilen kann, mit Klammern versichert. Was den Steig halt ausmacht, ist ganz definitiv der Ausblick da. Aha, das wird wahrscheinlich jetzt der PC-Bereich sein. Ich bin froh, dass es im Schatten ist. Es gibt leider kein Topo für den Steig. Jetzt schon. Das heißt, das Publikum muss weniger raten wie du. Ich kann jetzt nur raten, wie und wo die Schlüsselstelle ist. Jetzt geht leider in die Sonne. Vor den technischen Schwierigkeiten braucht jetzt zwar niemand fürchten, für PC ist es aber recht ausgesetzt und braucht ein bisschen Kondition. Ja. Und beißen tut der Klettersteig übrigens auch, wie man gleich sehen wird. Aua. Aha, scharf. Ah, Blood. Ist gar nicht so unanstrengend. Das ist doch sehr senkrecht, das alles. Ausgesetzte Querung, hä? Wieder. Ja, da muss man aufpassen. Jetzt über die Sprossen. Kommt man. Ja, also den Steig, den kann man durchaus empfehlen. Der macht bis jetzt Spaß und ist auch nicht allzu anstrengend. Ah, da geht's weiter. Also wie gesagt, aufpassen bei den Drähten. Da kann man sich schon nicht aufreißen. Aha, ein unbekannter Künstler. Über einen Mangel an Klammern und Trittmöglichkeiten kann man sich bei dem Steig wirklich nicht beschweren. Ich glaube, da ist bald aus. Ja, ich glaube, da ist man jetzt mehr oder weniger schon fertig mit dem Via Mirko. Na schau, da ist jetzt die
tolle Seilbrücke, über die man rüber und dann wieder zurück geht. Ja, wobbel, wobbel. Ah, geil. Ja, jetzt muss man natürlich wieder umdrehen. Geht jetzt den A-Steig wieder nach unten. Na gut. So eine Seilbrücke. Ist schon was Nettes. Jetzt kommt schon runter. Das sind natürlich Versicherungen. Dear Mountaineers, welcome to Svetlana Nedelia. Ferrata System Donation, 50 Kronen per Person is required. Okay. Da geht's weiter. Da aufgegangen hat der nach ganz oben. Den lassen wir aber heute zurück. Da hat man auch nicht so viele Versicherungen. Klar, weil das ist mehr oder weniger ein Wanderweg da. Blöd ausrutschen sollte man da halt auch nicht. Man ist leider zu weit weg vom Meer, als dass man reinfallen würde. Man hat eigentlich immer einen super tollen Grip mit den Füßen. Das ist nirgends angespeckt. So, wo geht's da weiter? Da liegt der Besen. Ah, da ist die Versicherung. Dann gehe ich da jetzt einmal bis die Arsch links nach unten. Das ist AB, na gut. Ich weiß nicht, ob man da jetzt viel Sicht im Abstieg. Oh, das wäre so. Auch sehr im Schatten. Natürlich. Ja, schau, da hat man einen Überhang. Interessant für AB. Hätte man gar nicht geglaubt. Der Steig wird bis zur späten Abendstunde wahrscheinlich immer im Schatten sein. Seil. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass man da noch mehrere Varianten machen möchte. Betreiber bezahlt das aus eigener Tasche. Dementsprechend dauert das ein bisschen. Platte oder was immer das ist. Freibahn gehen. Die ist aber auch überhaupt nicht abgespeckt. Also da oben kommend. Über diese Rampe geht es da weiter nach unten. Da unten sieht man schon den Weg. Alles recht harmlos. Schotterig. Jetzt schaue ich noch, ob ich eventuell in die Kirche, also in diese Felskirche gehe. Das Felsenkirchel ist allemal einen Besuch wert und wenn das hier nicht nur spiritueller Einkehr steht, wird dort trotzdem zumindest Schatten und Abkühlung finden. Ein tiefes Löchlein mit Flüssigkeit drin, wie es ausschaut. Blick aus der Höhle. Die ist wirklich groß. Azrael hat sich an diesem heißen Tag wieder an den Abstieg gemacht. Doch die Via Barbara, die von der Seilbrücke nach oben führt, hat sein Interesse geweckt. Und außerdem ergibt sich so für euch die Gelegenheit, die Via Avalon auch noch im Aufstieg kennenzulernen. Ja, das ist schon Ausblick. Ich kann übrigens in Kroatien nur empfehlen,
wenn man um die Jahreszeit unterwegs ist, dass man solche Unternehmungen entweder am Vormittag macht oder zu späterer Abendstunde, und man will sich nicht unbedingt den Sonnenstich holen. Leider noch nicht reif. So, es ist jetzt 2 Tage später. Drum machen wir jetzt den leichten Klettersteig im Aufstieg und dann auch noch den ganz oben. War der Einstieg zur Via Mirko. Da geht es jetzt weiter. Da hat schon einiges gesagt. Da geht der Weg normal weiter. Hier. Da rechts geht es sehr unscheinbar rauf zur Via Avalon. Ein bisschen verblasst schon. Das weist auf diese Felskirche dorthin. Steil und es wirkt fast ein bisschen weglos. So, da ist jetzt der Einstieg. Ein bisschen zurückgewachsen. Na, wo ist die Aufschrift? Da. Via Avalon. Heute bin ich ein bisschen früher unterwegs. Stundel, damit das nicht ganz so heiß ist. Ein loses Ende. Da gibt es noch keine Absturzgefahr. So, ab da wird es dann interessanter. Das steht vielleicht da außen. Foot, na gut. Dass jeder Tritt ist da gekennzeichnet. Wie schon erwähnt, da ist nichts wirklich rutschig oder abgespeckt. Da hat man diese erste Rampe hinter sich. Die geht ganz gut. Da oben kommen dann noch ein paar Klammern. Sogar leicht überhängend, habe ich gestern gemerkt. Aber da sieht man wieder mal, wie individuell die Bewertungen sind. Da beginnen die Klammern. Ja, na dann, auf! Die Via Avalon ist nominell der leichteste der 3 Steige, wobei die Schlüsselstelle mit AP allerdings schon sehr alpin bewertet ist. Gewinnt man also nicht schwer an Höhe. Das ist schon sehr nettes Panorama darüber. Ja, und die Stelle da, behaupten wir, ist die Schlüsselstelle. Nur, dass das da mit B bewertet ist. Kann man machen. Ich behaupte aber auch, dass da am Weichtalhaus die Bewertung für die Stücke zu hoch ist. So. Jetzt haben wir für die ersten Versicherungen aus. Aber eindeutig. Da oben. Und wieder eine Spinne. Diese Kreuzspinnen, die findet man da in Kroatien überall. Wieder aus. Da muss man immer aufpassen, das habe ich mir gestern schon. Das könnte man echt besser ändern. Bei der Spendenbox angekommen sind die 50 Kona ein fairer Beitrag überhaupt für die nun folgende wunderschöne Via Barbara. 50 Kona oder 7 Euro einzumünzen, das machen wir doch gern. Kommen wir noch einen 10er dazu. Da sieht man übrigens, dass immer noch fleißig gearbeitet wird. Ich vermute mal, dass er drüben einmal raufgehen wird. Ja, man darf gespannt sein. Da ist jetzt der Einstieg zur Via Barbara. Aufgeschrieben sich hier noch nichts außer dem Pfeil. Aber vielleicht findet man die Schrift noch. Keine wirklichen Versicherungen, wo man sie einhängen kennt. Ist aber in dem Gelände jetzt nicht unbedingt notwendig. Und da geht's weiter. Muss man aufpassen, ab und zu. Auch hier ein bisschen lockeres Fels. Ja, mein Gott, reden müssen wir kennen. Aber für das wäre ich nicht so weit. Hast recht, normalerweise rede ich auch. Aber wenn ihr auch denkt, dass Asrael seine Sache sehr gut gemacht hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen. Das könnte man eigentlich sagen, wird ein 1er sein. Nicht wirklich ausgesetzt. Je nachdem, wie man und wo man klettert. Klettertechnisch ist das sehr harmlos. Gerade wo ich sage, sehr harmlos. Fast ein 2er, hm? Naja, 1 plus vielleicht. So.
Ha ja. Ah, da hinten sehe ich so Versicherungen. Die Via Barbara ist in wenig ausgesetzten Passagen nur so zurückhaltend versichert. Trotzdem ist das Set nicht nutzlos, wie man gleich sehen wird. Das ist eine nette Kletterei da. Da geht der Steig weiter rauf. Ja, sehr leibend. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Oh, das ist ein Brummer. Brummst du bitte woanders hin? Das ist auf jeden Fall oben teuer. Um es mit den Worten von Andi 84 zu sagen, da muss man heute halt die Hände aus der Hosentasche rausgeben. Ne? Wo man tatsächlich blöd anfallen könnte. Da sind dann die Versicherungen. Okay, wo steige ich da am besten hin? Auf den Reibung. Ein Stückchen aufgeht. Was hat das eigentlich, Zypress oder irgend sowas? Da kann man sich auch wieder. Also Flatter, da hast du was versammt. Glaube ich nicht, ich habe das Video beim Schneiden 100 Mal gesehen. Diese Leiter für das nichts, die nehmen wir nicht. Gehen wir lieber darüber, wo das Seil hüt sagt. Schlüsselstelle. Man kann da gut steigen eigentlich. Extrem geil. Das sind nicht die dicksten Klammern, aber wenn sie mich aushalten, dann halten sie auch jeden anderen aus. Na ja, Ende der Versicherungen. Zu einer nächsten Kletterpassage. Auch wieder eins, oder? Ganz plus vielleicht. Reich an Griffen und Tritten. Gar nichts Schwieriges. Mal gucken. Ah, Pfeil nach links. Ein Traum. Ganz gut auf nur sagen. Da ist jetzt ein Punkt. Da ist ein Pfeil. Was will man mir damit sagen? Ah, ist kein Pfeil. Ist auch nur ein Punkt. Jetzt kannst du die Sonne langsam unruhig. Also auf. Im Schatten macht er gleich eine kurze Pause. Ja, das ist ein super Rastplatz. Weiter geht's. Vereinzelte Klammern. Die ist schon ganz knackig. Das kann es eigentlich nicht mehr so wahnsinnig weit sein. Pralle Sonne angesagt. Nur Trinker und nicht so Platz wie ich. Aha. Punkt. Ja, das schaut schon sehr nach Ende aus. Da ist jetzt keine Abschutzgefahr mehr. Da kann man sich nur maximal nur einen Haken brechen. Oder man kennt sie ja verkaufen, weil man unbedingt den Weg finden will, der auf der Karte nordöstlich der markierten Route verendet. Eine Mauer. Anzeichen von Zivilisation. Und eine Markierung. Ja, was da ein Weg ist und was nicht, ist in der Gegend nicht oft sehr eindeutig. Einzeichen war einmal gewesen da, aber was soll's, gehen wir halt auf der Mauer entlang. Und das ist eine gute Idee, wa? Ja gut, dann gehen wir wieder zurück und gehen den anderen Weg. So, sind wir wieder am Weg. Von dem wir übrigens ja auch gar nicht heute runter müssen.
Ambitionierte Wanderer nehmen von hier aus nur den Non-Sweaty Nicola mit. Durstige Wanderer schleppen sich hingegen mit letzter Kraft zur nahen Einkehr. Die Wege sind immer wieder echt gut markiert. Irgendwo, irgendwann kommt man wieder an. Na bitte, Kneipe. Da gehen es nur 1 Kilometer zum Gipfel. Wie gesagt, den lasse ich heute aus, das ist mir zu warm. Mal kurz dort einkehren und dann steigen wir ab. Ah, warm ist, aber schön ist bei dieser kleinen Kneipe. Schaut auf jeden Fall sehr einladend aus. So, nach einer Stärkung in diesem kleinen Gasthaus mit einem sehr netten Personal geht es jetzt wieder zurück. Da geht es jetzt wieder hinunter, den Weg, den wir zuerst draufgekommen sind. Gehen ganz normal den Wanderweg nach unten. Und dieser Weg ist landschaftlich noch einmal aller Ehren wert. Wer sich die Via Barbara nicht zutraut, sollte sich zumindest den Normalweg auf den Sveti Nikola einmal anschauen. In Österreich würde man sagen Forststraße. Da in Kroatien ist es eine normale Autobahn. So, nach dem tollen Ausblick da oben, bei dem Wegweiser, nach unten in das Dörfchen da. Der Abstieg ist unschwierig und voll wunderschöner Ausblicke, vor allem aber bietet er tolle Ansichten der vorhin durchstiegenen Wand. Ja, es ist nicht super. Bei aller Schönheit darf man aber nicht vergessen, dass es die ganze Zeit südexponiert dahin geht. Ein guter Sonnenschutz ist also unerlässlich. So, und da sieht man auch schon die Felsenkirche. Da gehen wir jetzt wie versprochen kurz hin. Da sieht man übrigens dieser waldige Einschnitt da. Das ist es, wo der AB-Klettersteig raufgeht. Machen wir jetzt noch eine kleine Pause. So, wenn man von der Kirche wieder kommt, dann ist da jetzt der Wegweiser runter. Geht der Steig von unten. Also wirklich richtig leibend. Nicht nur das, auch leibend festgehalten. Und wenn ihr Habe Israel bedanken wollt, dann lasst ihm doch gerne einen netten Kommentar da. Vier Stunden und 3 Minuten bin ich wieder unten. Anstrengend, aber absoluter Reise wert. Also wenn ihr mal in Kroatien seid, das zahlt sich aus. Bleibt nur noch, ich bin Israel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Aber halt Israel, eine Sache muss man nur erklären. Ich rufe inständig, dass auf jeden Fall die Videos ein Ton drauf ist. Sonst muss er ein generisches Grillenzirpen einspielen. Wie hätte denn jeder davon erfahren, also, wann kein Ton drauf gewesen wäre?